Ja, leider gibt es aktuell noch keinen konkreten Plan, weil noch Untersuchungen ausstehen und wir natürlich hoffen, dass all diese Untersuchungen am Ende zu einem positiven Ergebnis führt, der Junge dann sehr, sehr schnell auch wieder zurückkommen kann. Aber da muss ich alle sozusagen, die sich natürlich große Hoffnung machen, wie uns auch, aber im Moment noch enttäuschen. Wir haben diesen Plan noch nicht. Wir können im Moment noch keinen festen Zeitpunkt nennen. Und es gab ja auch schon Gerüchte, dass er bei Ajax Amsterdam da irgendwo auch trainiert haben soll. Das ist natürlich nicht richtig gewesen. Er macht sein Programm auf individuelle Art und Weise. Er versucht, diese Zeit auch zu nutzen, um nicht zu viel an Kraft und an Körperlichkeit zu verlieren. Aber aktuell ist es leider noch nicht absehbar, wann er wieder für uns zur Verfügung sein wird.